Hallo zusammen, da bin ich wieder. Ich möchte euch kurz eine lustige Geschichte erzählen. Am 23. Dezember, also einen Tag vor Weihnachten, war ich in einem Blumengeschäft am Bahnhof in Nürnberg und wollte einen Blumenstrauß kaufen. Für Eddies Mama, die am 23. Geburtstag hatte. Also ging ich hin, stellte fest, es ist gerade sehr viel Betrieb in dem Laden, also ist es sehr, sehr stressig für die Mitarbeiter, weil es einfach kurz vor Weihnachten ist und ihr wisst, wie das ist, wenn alle plötzlich irgendwas kaufen müssen. Also der Laden war voll und vor mir stand ein älterer Herr und er wusste nicht so genau, was er will. Das heißt, er hat sich auch ausgiebig beraten lassen. Er hat, glaube ich, eine Orchidee gekauft und zuerst wusste er nicht, welche Blume, dann wusste er nicht, wie groß, dann wusste er nicht, welchen Topf er dafür braucht, ob er noch irgendwelche Weihnachtsdekorationen drauf haben will und, und. Also es waren wirklich sehr, sehr viele Fragen, die er da klären musste mit der Verkäuferin und ich stand da und habe so ein bisschen rumgeguckt und dann irgendwann habe ich den Strauß gefunden, den ich haben wollte und ich muss sagen, ich bin da relativ unkompliziert, wenn ich das sehe, was mir passt. Dann kaufe ich das einfach und fertig. Also ich brauche da keine 2 Stunden zum Nachdenken und meistens brauche ich auch keine ausgiebige Beratung bei sowas. Also ich bilde mir ein, ich bin in der Lage, einen schönen Blumenstrauß auszusuchen. Und dann, als ich dran kam, war die Verkäuferin schon so: Ah ja, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte dann: Wissen Sie, jetzt kommt die kürzeste Beratung, die Sie heute gemacht haben. Sie guckte mich überrascht an und sagte so: Ja, warum? Ich sag, weil ich ganz genau weiß, was ich will, nämlich diesen Strauß da. Und sie hat dann gegrinst und gesagt: Ja, wissen Sie, heutzutage oder jetzt die Tage vor Weihnachten, das ist ja der Wahnsinn. Und die Leute kommen und sagen: Ja, ich hätte gerne einen Strauß für eine Frau, die 41,5 ist und sie hat eine Katze und sie macht gerne Urlaub auf Mallorca. Können Sie mir einen Blumenstrauß für sie machen? Und naja, die Mitarbeiter in meinem Blumengeschäft, sie sind keine Psychologen. Das heißt, sie brauchen eigentlich nicht so viele Informationen. Es wäre einfacher zu sagen, ich hätte gerne einen Blumenstrauß mit vielen Rosen oder ohne Rosen und mit gelben Blumen und so weiter. Und dann sagte ich zur Verkäuferin: Na ja, aber das wäre doch ein interessantes Geschäft. Sie könnten zum Beispiel sagen: Ja, und wir machen auch Sternzeichenberatung. Wir machen den besten Blumenstrauß für Löwen, Zwillinge und was weiß ich, Jungfrauen und andere Sternzeichen. Und dann könnte man noch Sträuße für Pessimisten machen und Optimisten und so ganz verschiedene Dinge berücksichtigen beim Zusammenstellen der Blumen. Und die Verkäuferin schaute mich an, lachte und sagte: Sie sind ja witzig, machen Sie das beruflich? Und das war ein lustiges Kompliment eigentlich. Und dann sagte ich: Nein, nein, ich mache nichts mit Humor, aber ich bin Deutschlehrerin und da kann man Humor ja auch verwenden. Und dann sagte sie: Oh, schade, dass meine Tochter nicht so eine tolle Lehrerin in der Schule gehabt haben oder haben, weiß ich jetzt nicht. Und so bin ich aus diesem Blumengeschäft rausgegangen, nicht nur gut gelaunt und grinsend, sondern auch mit 2 Komplimenten, die mich wirklich gefreut haben. Und ja, das war so mein Besuch im Blumengeschäft. Ich muss sagen, das passiert mir ganz oft. Also ich gehe irgendwas einkaufen und dann komme ich mit Verkäufern oder Besitzern von dem Laden ins Gespräch und am Ende kommen manchmal Interviews raus oder irgendwelche Kooperationen. Das finde ich immer super spannend. Ihr erinnert euch ja, wie ich zuletzt in dem Hutladen war bei Marie-Louise. Genau, da war es eigentlich so, ich bin da in den Laden rein und wollte nur fragen, wo man in Nürnberg meinen Hut reinigen lassen kann. Also ich hatte die Vermutung, dass es nicht so einfach ist, einen Hut in chemische Reinigung zu geben, aber ich dachte, in dem Laden, wo ich den Hut gekauft habe, die werden es wissen. Und stattdessen habe ich mich ziemlich lange mit der Besitzerin unterhalten, hatte festgestellt, dass der Laden eben die neue Besitzerin hat. Also früher war das ein älterer Herr und jetzt hat er das Geschäft verkauft.
Und die neue Besitzerin ist ungefähr so alt wie ich, schätze ich mal. Und sie ist Designerin und macht selbst ganz interessante Sachen. Also das war für mich sehr, sehr spannend. Und im Endeffekt ging ich aus dem Laden raus, nachdem ich den Hut da zur Reinigung gelassen habe, weil ich erfahren habe, dass sie die Hüte auch selbst reinigen. Und hatte zwei neue Hüte gekauft und bin dann wieder raus. So ist es mit mir und Einkaufen. Von Büchergeschäften will ich gar nicht reden, oder zumindest nicht diesmal. Da erzähle ich euch mal extra was. Und ja, mich würde noch interessieren, was würdet ihr noch gerne hören in diesem Jahr? Kann ich für euch noch irgendein besonderes Video machen? Was wollt ihr noch wissen? Ich mache sowieso noch meinen Jahresrückblick und schaue, was hat sich bei Deutsch Maria, Deutsch und Maria, nein, Deutsch mit Maria so getan dieses Jahr, was sind meine Pläne für nächstes Jahr und so weiter. Aber ich freue mich auch über Vorschläge von euch. Leider ist es so, ich kann nicht jedem Wunsch nachgehen. Also wenn ihr schreibt, bitte erkläre dieses Wort, bitte erkläre jenes Wort, das geht leider nicht jedes Mal einfach so, weil ich einfach sehr, sehr viele Anfragen bekomme und das geht einfach nicht. Aber wenn ihr irgendein interessantes Thema habt, was jetzt nicht unbedingt Wortschatz oder Grammatik ist, dann mache ich gerne was dazu. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr alle schon die Downloads auf meiner Seite kennt. Schaut da auf jeden Fall drauf, da gibt es wirklich viele nützliche Dinge, nicht nur für Prüfungsvorbereitung, für Niveaus von A2 aufwärts, also A2 bis C2. Genau, da steckt sehr, sehr viel Arbeit von uns. Die Downloads sind kostenlos und wir freuen uns, wenn ihr sie nutzt und den Online-Trainer auch. Also schaut einfach mal ab und zu auf meine Seite. Das ist deutsch-mit-maria.de. Genau. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend und wir sehen uns im nächsten Video. Ich glaube, ich schaffe jetzt, bevor das Jahr zu Ende ist, noch ein paar zu machen. Und ich freue mich immer, dass ihr dabei seid. Und ach, genau, das Wichtigste habe ich vergessen. Seht ihr, ich erzähle immer und vergesse das Wichtigste. Seht ihr diese Kette? Ich glaube, auf dem Video sieht man das nicht so gut, aber das sind Flussperlen. Und die habe ich heute bei der Post abgeholt. Sie haben einen recht langen Weg hinter sich gebracht. Sie kommen aus Ljubljana, aus Slowenien. Da lebt nämlich eine gute Freundin von mir und eine ehemalige Klassenkameradin. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei ihr bedanken, weil sie einfach wunderschönen Schmuck macht. Und also ich trage den sehr, 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 sehr gerne. Und ja, ich verlinke euch am besten noch ihre Seite. Ich glaube, sie macht im Moment nicht mehr so viel, aber auf Bestellung macht sie dann doch Sachen. Also wenn ihr schönen Schmuck braucht, den macht die Shrikamala dann für euch. Also sie macht es wirklich super und sie benutzt sehr, sehr schöne Steine und schöne Materialien. Genau, das war das bisschen Werbung und ja, ihr seid das beste Publikum der Welt und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, ciao.